von eben Eintauchen in Erlebniswelten. Es gibt ja als Tourismus, als Wellness-Oasen, dass ich in irgendeinem am Strand sitze oder auf irgendwelchen Fantasiewolken sitze in der Landschaft. Für mich ist die spannendste Möglichkeit, die sich ergibt, dann eben genau dieses, dass ich ein Medium habe, in dem ich selber schöpferisch werde, indem ich mit dem, was ich dort vorfinde, dann in der Virtual Reality interagiere und erst in dem Moment quasi das Kunstwerk erschaffe. Also nicht wie in einem Film, der einfach vorher schon da ist und ich angucke,